Dass bei Tönnies überhaupt wieder gearbeitet werden darf, liegt auch an der neuen Filteranlage, die da jetzt eingebaut wurde. Sie soll verhindern, dass sich das Virus über die Lüftung im Schlachthof verbreiten kann. Der Ursprung dieser Technik, der könnte eigentlich gar nicht passender sein. Das Filtersystem kommt nämlich aus Heinsberg. Da hatte das Virus ja zuerst in NRW gewütet. Der Landkreis war der erste, der in einen Lockdown gehen musste. Und gerade da lassen sich jetzt ganz viele Firmen diese neuen Filteranlagen auch einbauen, auch aus Angst vor einem erneuten Lockdown. Wie geht es den Heinsberger Unternehmen jetzt nach dieser schweren Zeit? Das hat sich heute nicht nur NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, sondern auch mein Kollege Mark Hillen angeschaut. Wolfgang Otto mit seinem Antivirus-Schätzchen. Der Unternehmer aus Heinsberg hat sich gleich 6 solcher Raumluftfilter gekauft. Hergestellt ebenfalls in Heinsberg. Dieselben, die auch beim Fleischriesen Tönnies jetzt im Einsatz sind. Für den Heinsberger Unternehmer ist das eine Art Absicherung. Das wollen wir einfach vermeiden. Dass jemand hier reinkommt, sich ansteckt, alle infiziert und dann einfach natürlich auch vom Gesundheitsamt gesagt werden muss, so, und jetzt müssen wir bitte den Laden schließen, weil ihr müsst Sicherheits- oder Hygienekonzepte machen. Und ich glaube, mit diesem Gerät, wir können nicht mehr machen, was das Thema Hygiene bedeutet. Nicht ganz günstig, knapp 3.500 Euro musste er pro Stück hinlegen. Damit werden die Viren einfach aus der Luft herausgefiltert und verbrannt. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will sich heute davon selbst ein Bild machen. Außerdem möchte er einen Eindruck, wie es den Heinsberger Unternehmen heute geht. Wir sehen hier Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer, die diese Krise auch als Chance für sich und die Region wirklich nutzen. Die nach vorne blicken, die Ärmel aufkrempeln, in der Krise auch die Zeit genutzt haben, um ihre Produkte, ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln, neue Märkte auch zu erschließen. Und das ist sehr begeisternd für mich. Auch Wolfgang Otto hat die Corona-Krise als Chance für sich gesehen. Weil viele seiner Kunden vor allem Restaurants wegen der Pandemie schließen mussten, gingen seine Umsätze in den Keller. Deshalb hat er sich aufs Online-Geschäft konzentriert. Der Privatkunde, der online Fleisch bestellt, die Absätze sind enorm nach oben gegangen. Am Ende ist weiterhin eine große Krise und wir wissen auch nicht, wie es irgendwann endet. Aber ich glaube, wenn man flexibel ist, kann man für sich das Beste draus machen. Freude deshalb auch beim Heinsberger Landrat Stefan Pusch. Für ihn und seine Region waren die letzten Monate eine harte Zeit. Wir haben im Moment ja das Infektionsgeschehen wirklich im Griff. Wir sind jetzt sozusagen bei den Aufräumarbeiten. Aber muss sagen, uns geht es richtig gut hier im Kreis Heinsberg. Und die Spuren sind auch nicht so dick, wie man gedacht hat. Wolfgang Otto und sein Unternehmen hat die Krise bewältigt durch schnelles Umdenken. Doch viele Unternehmen aus NRW stecken noch immer tief in der Krise.